Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Masters GX. Zurück mit Silber und Ho-Oh im Legenden-Event, die Regenbogenschwinge. Genau, dann machen wir die Suche nach Ho-Oh. Genau, das gibt Juwelen, Ho-Oh erscheint, das kennen wir schon. Ist die gleiche Story wie beim ersten Mal, als die gekommen sind, als das Gefährtengespann erschienen ist. Sehr wahrscheinlich wird es hier die gleiche Story geben. Deswegen, aber wir gucken es uns trotzdem an. Dann wisst ihr Bescheid. Sehr wahrscheinlich wird es bei mir dann so sein, dass Ho-Oh und Silber dann die Gefährtenattacke geupgradet bekommen. Hallo Niklas, du bist wirklich gekommen. Genau. Deswegen wisst ihr Bescheid. Aber das war ja eigentlich klar. Kein Trainer würde sich die Chance entgehen lassen, einem legendären Pokémon zu begegnen. Wir werden es finden. Ich freue mich drauf, es zu treffen. Genau. Ich mich auch. Wir werden es auf jeden Fall finden. Seufz. Was ist Silber? Was soll denn der Seufzer? Ach ja, ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt. Das ist Silber. Er ist ein Freund von mir, den ich während meines Abenteuers in der Johto-Region kennengelernt habe. Red kein seltsames Zeug, wir stehen uns nicht nah genug, um Freunde zu sein. Du und ich sind. Ach egal. Was soll das? Du kannst ruhig ehrlich sein. Ja, wie du siehst, ist er ein bisschen mürrisch, aber er ist kein schlechter Mensch. Ich hoffe, ihr vertragt euch. Danke für die Einladung. Also Silber, was soll dieser Seufzer vorhin? Ihr seid so planlos und unbekümmert wie ein Anton. Das macht mich sprachlos. Versteht ihr denn nicht, dass ihr es mit einem legendären Pokémon zu tun habt, das frei durch die Lüfte fliegt? Wie habt ihr vor, es zu suchen? Und Passio mag zwar eine künstliche Insel sein, aber groß ist sie trotzdem. Wenn ihr einfach so drauf los sucht, werdet ihr es nie finden. Mit ein bisschen Nachdenken werdet ihr da selbst drauf gekommen. Also, seufzt. Also, so sieht's aus. Niklas, er hat uns beide einfach in diese Sache mit hineingezogen. Hier trennen sich unsere Wege. Ich will nicht so leicht aufgeben. Aber es bringt doch nichts loszulegen, wenn man nicht weiß, wie man es aufspüren soll. Ah, ich weiß, wen wir fragen können. Was? Mir ist eingefallen, dass es jemand gibt, der über Ho-Oh Bescheid wissen könnte. Lasst uns sofort gehen. Los, ihr beiden. Mir nach. Und dann haben wir es geschafft, oder? Hey, Karlin. Denkt er etwa, ich verlasse mich auf einen seiner Einfälle? Pünktchen, 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 Pünktchen. Ja, ja, schon gut. Dann gehen wir eben. Wenn sich sein Einfall als Reinfall herausstellt, kriegt er was zu hören. Es besteht kein Zweifel, es ist ganz sicher über uns hinweggeflogen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, das war Ho-Oh. Wer hätte gedacht, dass sich diese legendäre Pokémon auf Passio auffällt? Was für ein Glücksfall, so eine Chance kriegt man nicht alle Tage. Also gut, wir werden alle Mitglieder von Team Break mobilisieren und Ho-Oh fangen. Geschafft. Belohnung und dann gibt es ja wahrscheinlich jetzt einen Kampf. Genau, Herausforderung an Ho-Oh, das machen wir, damit wir da auch wieder ein paar Tickets bekommen. Wasser, okay, wir wechseln mal das Team. So, das ist mein einziges Team mit einem vernünftigen Wassergefährten, was wir jetzt hier benutzen können. Genau, dann hoffen wir natürlich das Beste. Das Team sollte eigentlich nicht so stark sein, dass wir da verlieren sollten. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, welches Level. Aber normalerweise müsste das eigentlich passen. Und ja, vielleicht gefällt euch heute das Video auch wieder. Lasst gerne ein Like da. Dürft gerne kommentieren. Habt ihr schon Ho-Oh? Wenn ja, habt ihr es schon zum nächsten Mal bekommen? Oder habt ihr es erst, ja, einmal, da ihr jetzt gerade erst das Spiel spielt, gerne in die Kommentare damit. Würde mich natürlich sehr freuen. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar. Ihr seht ja schon, wie stark dieses Ho-Oh in Wahrheit eigentlich ist. Das ist, ja, ganz so cool. Ist natürlich immer schade, dass wir den Boss, der die Gefährtenattacke kann, nicht immer direkt beim ersten Mal bezwingen können. Aber normalerweise müsste das jetzt eigentlich das Ende von diesem Pokémon sein, denn wir haben es jetzt hoffentlich mit Whirlpool besiegt. Ja, perfekt. Genau, die Kämpfe sind ja auch so gestrickt, dass auch Anfänger das schaffen können. Nur die anderen Kämpfe später sind halt schwieriger. Da ist mein Team leider nicht stark genug, aber normalerweise sollten wir die anderen Kämpfe alle perfekt schaffen. Vielleicht gibt es ja sogar noch in dieser Folge ein weiteres Level Up. Ich bin mal gespannt. Dauert nicht mehr lange, dann müsste Alola Rage auch ein Level Up bekommen. Auf jeden Fall einige Juwelen haben wir auch erhalten. Perfekt. Du suchst ein Kimono-Girl. Ich habe sie vorhin hier in der Nähe gesehen. Hey, jetzt verrat uns endlich, wen wir suchen.
Hast du das schon wieder vergessen, Silber? Wir suchen jemanden, der sich gut mit den Legenden Johtos auskennt. Es gibt doch diese Kimono Girls, die für Ho-Oh getanzt haben. Die Kimono Girls? Was ist mit ihnen? Die Kimono Girls sind auf Pasio? Kann sein, ich habe eine Frau gesehen, die aussah, als würde sie aus Johto kommen. Sie weiß bestimmt etwas. Diese Umhängchen sieht wirklich schick aus. Ah, da ist sie. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Nee, das ist die gar nicht. Valerie. Und das Stöffchen ist auch sehr hochwertig. Er verleiht ihr richtig Charakter, Siegfried. Danke, es freut mich, dass du das sagst. Ich bin selbst sehr angetan von meinem Umhang. Hey, Kimono Girl. Kimono Girl? Was? Nicht nur ein Kimono Girl ist hier, sondern auch Siegfried? Oh, Niklas, sind das deine Freundchen? Ja, es gibt etwas, das wir dich fragen wollen. Und zwar... Ich glaube, er hat die verwechselt, aber ich weiß nicht, wo Valerie herkommt. Verstehe. Wenn ihr es wisst, gerne mal in die Kommentare. Ho-Oh ist also auf Pasio. Deswegen habt ihr mich also gesucht. Es tut mir leid, aber ich bin kein Kimono Girl. Ich bin Modedesignerin. Was, wirklich? Hihi. Mach dir aber keine Sörgchen. Ich weiß trotzdem sehr gut über Ho-Oh Bescheid. Seine prächtigen, wunderschönen Federchen haben mich so verzaubert, dass ich mich einfach über es schlau machen musste. Wirklich, dann lass... hat mich mein Gefühl doch nicht getrogen. Du kennst dich mit Ho-Oh aus? Klingt interessant, das werde ich mir auch anhören. Was ist mit dir? Ich kann es mir auch von hier anhören. Mach dir keine Gedanken um mich. Sag mal, ist etwas zwischen Siegfried und Silber vorgefallen? Ach, es ist alles in Ordnung. Sie kommen schon miteinander aus. Erzähl uns lieber von Ho-Oh. Also schön. Ihr wisst das bestimmt schon, aber Ho-Oh ist ein wunderschönes Pokémon mit 7 farbigen Flügelchen. Man sagt, es zieht im Flug einen Regenbogen hinter sich her. Ein Regenbogen im Flug, wie passend für ein legendäres Pokémon. Über Dragoni erzählt man sich auch, dass es das Wetter beeinflussen kann. Da aber das Aussehen des Himmels zu ändern, ist wahrscheinlich geheimnisvoll. Wahrlich geheimnisvoll. Deshalb erzählt man sich auch, dass es am Fuß des Regenbogens lebt. Ach, Ho-Oh ist echt toll. Irgendwann will ich mal Kleidung erstellen, die genauso prachtvoll ist wie dieses 7-farbige Flügelchen. Was ist mit dir? Oh, entschuldige, ich war gerade völlig in meinem Träumereien versunken. Verstehe. Es gibt so viele verschiedene Legenden. Das war sehr interessant. Wir wollen Ho-Oh unbedingt treffen. Weißt du, an was für Orten es auftaucht? Mal überlegen. Gerüchtchen zufolge wurde Ho-Oh in Teak City beim Glockenturm und beim abgebrannten Bronzeturm gesehen. Vielleicht mag es ja hohe Orte. Es fliegt schließlich auch am Himmel. Hohe Orte? Auf Pase sind das nur Berge, oder? Okay, lasst uns einen Berg besteigen und dort suchen. Danke für die Info, Valerie. Ah, ein Momentchen noch. Mir ist noch etwas eingefallen. Etwas Wichtiges. Etwas Wichtiges? Ho-Oh erscheint nicht einfach so vor irgendjemanden. Es heißt, es offenbart sich nur Trainern, die reinen Herzens sind. Trainer, die reinen Herzens sind? Deswegen haben Trainer, die Böses tun, keine Chance, es zu Gesicht zu bekommen. An so etwas verschwenden wir keine Gedanken. Wir wollen einfach nur Ho-Oh treffen. Also gut, Niklas, Silber. Morgen früh ist Bergsteigen angesagt. Dann müssen wir früh aufstehen. Ja, wir werden den Berg komplett absuchen. Kommt nicht zu spät, Silber. Pünktchen, ich komme nicht mit. Was? Ich habe kein Interesse an Ho-Oh. Ich bin nur hier, weil du mich mitgeschleift hast. Geht ihr alleine. Man sieht sich. Warte, Silber, was ist denn plötzlich mit dir? Wir warten morgen am Fuß des Berges. Pünktchen. Ja, immer diese geheimnisvollen Pünktchen. Ich habe keine Ahnung, wie ich Pünktchen vorlesen soll. Das legendäre Pokémon Ho-Oh. Naja, was soll's. Ich würde mich schwer wundern, wenn ausgerechnet ich diesen Pokémon begegnen würde. Ich habe ja auch immer noch dich.
Sneeble ist dein bester Freund, so wie es aussieht gerade. Außerdem, wenn ich dabei gewesen wäre, hast du kurz Zeit? Wer ist das? Siegfried, ach so. Siegfried. Geschafft. Und dann geht's weiter in den nächsten Kampf. Genau, Herausforderung Ho-Oh 2. Da ist das Level schon stärker, Level 40. Aber sollten wir trotzdem eigentlich mit Bravour meistern. Sollte genauso leicht sein wie das andere. Ich hoffe natürlich, dass die Äußeren sich wieder von Ladungsstoß von dem Raichu besiegen lassen. Wäre natürlich perfekt und optimal. Genau. Ja, wunderbar. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt wieder das machen, das machen, das machen. Und dann hoffen wir das Beste. Wir machen natürlich Whirlpool. Mal gucken, ob das ausreicht. Mit diesem macht er nur Flammenwurf. Sehr wahrscheinlich müssen wir nochmal angreifen für die äußeren beiden. Oder auch nicht. Weil Kleinstein ist besiegt. So, wir machen jetzt gleich nochmal, wenn wir da boosten können, boosten wir uns nochmal hier. Perfekt. Genau. Damit auch der äußere besiegt ist. Normalerweise müsste ja mit Whirlpool genug Schaden angerichtet worden sein. Außer ich habe ihn gerade verfehlt, weil ich habe nicht drauf geachtet. So, nämlich so wie es aussieht, haben wir den nämlich verfehlt. Oh, der ist kurz vor seiner Ladeattacke. Ladeattacke, sag ich schon. Gefährtenattacke. Sorry. So viel Pokémon Go gespielt. So, jetzt aber bitte einmal. Danke, come on. Whirlpool, jetzt aber treffen. Und nicht besiegt. Nicht besiegt. Nochmal Whirlpool. So, vielleicht kommen wir zu unserer Attacke. Genau, Gefährtenattacke. Aber trotzdem vorher besiegt. Perfekt. War natürlich ein bisschen knapper. Weil wir ja natürlich nicht komplett mit Wasser-Pokémon bestückt sind. Aber ja, ich glaube, mit diesem Team schaffen wir es trotzdem. Und es gibt jetzt auch übrigens auch ein Level-Up für Tali und Alola Raichu. Genau. Oder noch nicht. Das gibt es dann erst im nächsten Kampf. Okay. Siegfried und Silber. Genau. Ja, wir kennen das ja schon. Ist eigentlich komplett die gleiche Geschichte. Habe ich ja schon mal alles aufgenommen. Aber ja, für die, die es verpasst haben, können es jetzt hier nachsehen. Ansonsten könnt ihr auch genau die Folge nachsehen. Ich glaube, die war ein bisschen anders. Was willst du? Mir ist gerade nicht nach einem Pokémon-Kampf. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Ich will nur kurz mit dir reden. Wie lang ist es her, dass wir uns das letzte Mal nur zu zweit unterhalten haben? Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, warst du ein Trainer, der nur starke Pokémon wollte, die gewinnen können. Auf Liebe und Vertrauen hast du überhaupt nicht geachtet. Deshalb hast du gegen mich verloren. Pah, bist du bloß hier, um mich zu verspotten? Dann kannst du gleich wieder gehen. Aber jetzt bist du anders. Man muss nur dein Sneeble ansehen, um das zu merken. Dieses Pokémon hängt sehr an dir. Sneeble! Sneeble! Für Pokémon ist es das größte Glück, an der Seite eines geliebten Menschen zu sein. Das es dir so sehr vertraut, zeigt eins deutlich. Ja, Sneeble, freu dich. Freu dich. Durch dein Abenteuer in Johto und deinen Umgang mit Kain hast du dich sehr verändert, Silber. Und er so, pah, nein. Sowas ähnliches hat auch schon mal ein gewisser Professor zu mir gesagt. Du bist ohne Zweifel anders als früher. Du bist ein Trainer mit einem reinen Herzen. Also, denkst du, Menschen können sich so leicht ändern? Ich habe Pokémon anderer Leuten gestohlen, mich über Leute, die mich aufgeregt haben, lustig gemacht und fürchterliche Dinge gesagt. Und darüber hinaus ist mein Vater Giovanni, genau, wir wissen's. Er es nicht wusste, ja, der weiß es jetzt. Ich glaube trotzdem an dich, also, glaubt auch du an dich. Geh morgen mit Karin und Niklas. Deine Freunde warten auf dich. Sie sind nicht meine Freunde. Sie sind nicht meine Freunde, sondern meine Rivalen. Das gilt auch für dich. Ich habe nicht vergessen, wie es sich anfühlt, gefühlt hat, auf ganzer Linie gegen dich zu verlieren. Ich werde hier auf Passage immer stärker werden und schließlich der allerstärkste Trainer werden. Und das Erste, was ich dann tue, ist, dich zu besiegen. Mach dich schon mal drauf gefasst. So. Das wäre es dann auch gewesen. Oder gehen wir jetzt zum Bergsteigen. Silber ist ganz schön spät dran. Er hat wirklich vor, nicht zu kommen? Nein, Silber wird auf jeden Fall kommen. Während unseres Abenteuers in Jute bin ich am Ende immer genau dort angelangt, wo er war. Wo ich hingehe, geht er hin. Wir sind immerhin Rivalen. Deshalb wird er heute bestimmt auch auftauchen. Du glaubst an ihn, was?
Ja, es ist einiges vorgefallen, aber er ist ein guter Kerl. Gut, wenn ihr das sagt, warten wir noch ein bisschen. Danke, ich freue mich, dass du auch mitkommst, Valerie. Aber wird es in diesen Klamotten nicht schwer, einen Berg zu besteigen? Lieb, dass du dir Gedanken um mich machst, aber keine Sorge. Ich will Ho auch sehen und werde mein Bestes geben, damit das klappt. Pah, was für ein Haufen Amateure. Na, da ist doch Silber mit Sneebel. Genau. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Silber, ich wusste, dass du kommen würdest. Pff, was freust du dich so? Mein Plan ist es, der allerstärkste Trainer überhaupt zu werden. Sollte ich Hohe begegnen, werde ich es zu meinem Partner machen, selbst wenn es sich dagegen sträubt. Dank eurem Einfluss könnte ich mich nicht mehr damit zufrieden geben, um einfach nur getroffen zu haben. Hey, du hast vor, Hohe zu deinem Partner zu machen? Du bist ja hochmotiviert, Silber. Ich werde mich nicht von dir abhängen lassen, wenn ich es vor dir finde. Dieser Ruf eben ist wie der von gestern. Ho, es ist also wirklich auf diesem Berg. Okay, machen wir einen Wettkampf draus, wer von uns Ho zuerst findet. Und es kommt eigentlich geschafft. Hey! Hey, ich werde mich auch anstrengen. Genau, jetzt müsste eigentlich geschafft kommen. Oder geht's noch weiter in der Geschichte hier? Winke, winke. Ja, ich beeile mich doch schon, Leute. Aber er will mir noch irgendwas sagen, Silber. Pff, ihr seid so unbekümmert. Kapiert ihr denn nicht, dass wir es mit einem legendären Pokémon zu tun haben? Aber es wäre ärgerlich, wenn sie es vor mir treffen würden. Gehen wir, Niklas. Wir müssen Ho-Oh als erstes finden. Sneebel! Genau, wir suchen und suchen Ho-Oh. Und da ist Team Break. Die haben nur Böses im Schilde. Wie es aussieht, verfolgen diese Kinder dasselbe Ziel wie wir. Aber Ho-Oh gehört mir. Dass wir uns hier begegnen sind, ist Schicksal. Los, ruft Verstärkung. Wir werden diese kleinen Störenfriede besiegen und unser Ho-Oh auf jeden Fall schnappen. Geschafft. Juwelen, genau. So, genau. Herausforderung gegen Ho-Oh Nummer 3. Und wir machen nachher auch noch eine Boxsuche und eventuell auch noch eine Gefährtensuche. Aber das entscheide ich dann spontan mit der Gefährtensuche. Erstmal gucken, wie es hier läuft. Vielleicht, wie gesagt, also es muss eigentlich safe ein Level-Up für Alola Raichu geben. Da geht da kein Weg dran vorbei. Es muss. Genau. Und wie gesagt, wir werden dann noch auf jeden Fall das Gefährten gespannt um Ho-Oh und Silber sehen. Dann kriege ich nämlich die nächste Stufe. Genau. Und dann schauen wir mal, wie dieser Kampf hier laufen wird. Hier verfolgen wir das gleiche Ziel wie die ganze Zeit auch. Ladungsstoß, Angriff boosten und dann nochmal Ladungsstoß, damit die beiden Äußeren weg sind. Und dann kümmern wir uns um Ho-Oh. Also normalerweise müsste Ho-Oh ja kein Problem darstellen für uns. Angriff boosten. Ich kann natürlich gleich dann hoffentlich den Whirlpool machen. Ich muss nur schnell genug sein. Ich konnte gerade nichts machen, weil alle unterwegs waren. Mit irgendeiner Attacke oder mit irgendeinem Boost auszuführen. Ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Genau, wir machen hier schon mal den Boost. Falls wir nochmal benötigen, nochmal einen Whirlpool einzusetzen. Ja, müssen wir. Dann geht's auf Lake. Die Umschlingung wirkt. Das tut natürlich sehr weh. Dann haben wir hier alles Mögliche gemacht. Hier machen wir das. Es müsste eigentlich sogar jetzt besser laufen als vorher. Weil wir es ja diesmal auch noch getroffen haben. Genau. Einmal verfehlt eben im anderen Kampf. Deswegen haben wir jetzt hier souveräner gewonnen als eben. Passiert schon mal, dass die Attacke daneben geht. Auch in Pokémon Masters geht schon mal eine Attacke daneben. Genau. Perfekt. Jetzt gibt es das Level Up. Sehr schön. Und dann ist er fast Level 100. Genau. Ist ja wie gesagt einer meiner Lieblingsgefährten. Und dann jetzt nochmal Juwelen. Und nochmal ein paar, ja, Münzen. Der gewählte Weg, genau, das gucken wir uns auch noch an. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall das noch fertigstellen hier in diesem Video. Auch wenn es wieder ein bisschen länger geht, aber ich freue mich natürlich über jeden, der sich das bis zum Ende anguckt. Wie gesagt, kommentiert und liked alles, freut mich natürlich immer wieder. So, was sagt ihr selber jetzt? Wir sind schon ganz schön weit gekommen, aber von Ho-Oh fehlt jede Spur. Sein Ruf ist allerdings mehrfach ertönt. Ich denke, wir kommen ihm immer näher. Lass uns nicht aufgeben und weitersuchen. Selbstverständlich, schließlich will ich allen beweisen, dass ich das Zeug dazu habe, irgendwann der allerstärkste Trainer zu werden. Aber davon abgesehen, du ähnelst Karlin irgendwie. Inwiefern? Wie drück ich es am besten aus? Es ist dein Blick. Mit seinem leuchtenden Augen blickt er immer nach vorne. Früher hat mich so etwas über die Massen aufgeregt.
aber jetzt geht es mir nicht mehr so, weder bei dir noch bei ihm. Früher hätte ich dich garantiert herausgefordert. Vielleicht bin ich ruhiger geworden? Das, was war das? Das war ganz in der Nähe. Ho, oh, ruft uns, glaube ich. Sehr wahrscheinlich. Ah! Ich glaube, wir sehen sie schon. Genau, da fliegt Ho-Oh schon. Ho-Oh. Und Karlin und Valerie verpassen Ho-Oh. Und ich bin natürlich dabei. Ist ja natürlich wieder klar. Ho-Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich auftauchen würde. Liegt es vielleicht daran, dass ich... Nein, es ist sicher, weil Niklas hier ist. Egal, das ist jetzt nicht wichtig. Ho-Oh, da du vor uns erschienen bist, werde ich dich zu meinem Partner machen. Ho-Oh. Natürlich will Ho-Oh sein Partner werden, aber der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Du willst sehen, was ich drauf habe? Na gut, legen wir sofort mit dem Kampf los. Oh, Anruf auf dem Poryphon. Pff, wer ist das? Warum ausgerechnet jetzt? Hm, ach du bist es, Kani. Perfektes Timing. Hey, du wirst es nicht glauben. Hier ist gerade Silber. Du musst sofort herkommen. Eine riesige Meute aus Mitgliedern von Team Break greifen hier oben am Berg gerade Trainer an. Was? Ich bin gerade dabei, die Trainer hier in Sicherheit zu bringen, aber ich glaube, sie werden uns bald einholen. Valerie und ich werden irgendwie versuchen, Zeit zu schinden. Bitte komm schnell, wir warten. Hey, Karlin, warte. Mist, Niklas, wir müssen sofort zu Karlin. Er ärgert sich, dass er nicht gegen Ho-Oh betteln kann, aber wird noch passieren. Ho-Oh, ich darf das auf keinen Fall vermasseln. Das ist wahrscheinlich meine einzige Chance. Aber... Genau, wir müssen jetzt hier kämpfen, das bleibt uns leider nicht erspart, aber die werden sich schon nachher treffen, keine Sorge. Ist halt zwar ein Spoiler, aber ihr wisst es ja eh schon, weil das ist halt, wie gesagt, eine Wiederholung. Aber wir spielen es trotzdem nochmal gerne durch, weil ich mich eh nicht mehr so ganz 100% erinnern kann, weil es schon wieder länger her ist. Aber ja, für neue Spiele ist es halt neu, für alte ist es halt doof, aber ist halt so, wenn man es will, muss man leider durch. Haltet durch, Feueregel, es dauert nicht mehr lange dann. Hey, kommt etwa jemand, um euch zu retten? Das wird nichts bringen. Wir sind einfach viel zu viele. Ah! Ho-Oh, zu suchen ist zwar wichtig, aber wenn wir auch die Gelegenheit zum Stehlen haben, müssen wir sie nutzen. Also gut, beenden wir es. Los, Sneebel. Da kommt Sneebel zur Rettung, genau. Was? Wo kommt dieses Pokémon her? Karlin ist das. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich wusste, du würdest kommen. Silber! Da ist Silber, genau. Nicht einer von euch hat allein was auf dem Kasten. Ihr haltet euch bloß für die Größten, weil ihr so viele seid. Typen wie euch sollte man in den Hintern treten, genau. Kann ich einfach nicht ausstehen. Geschafft. Genau, die Juwelen. So, dann geht's mit der vierten Herausforderung weiter. Wie gesagt, wir machen nachher die Box suchen, um noch ein paar nette Items zu bekommen. Level 60, also normalerweise müssten wir es eigentlich easy schaffen. Wie gesagt, wenn wir... einige gute Juwelen hier gesammelt haben, dann werde ich natürlich auch wieder gerne eine Gefährtensuche machen. Ich würde schon sagen, Juwelensuche, ja, ist klar. Damit ihr vielleicht noch die Gefährten bekommt, die uns gerade aktuell fehlen, damit wir die auch noch haben. Und ansonsten gucken wir mal, ob wir dann Glück haben. Und wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall auch wieder Silber und Ho-Oh natürlich dann wieder mit der Gefährtenattacke stärker machen, falls wir die mal irgendwann mal einsetzen möchten. Genau. Wir schauen mal, ob es jetzt auch besser läuft. Genau, wir machen das jetzt so. Das ist natürlich doof. Okay, wir müssen uns dann doch um Ho-Oh kümmern gleich. Wir müssen uns da gleich um Ho-Oh kümmern. Wurde seine Gefährtenattacke drückt. Genau, dann können wir hier Whirlpool machen. Hier das. Dann einmal das einsetzen. Und das Beste auf, also wie gesagt, Level 60 müssten wir normalerweise... Oh, toll. Ist ja zu Mäusemelken hier gerade. Aber wir können gleich... die wunderbare Gefährtenattacke machen. Und dann müsste Ho-Oh eigentlich besiegt sein. Aber wir sind gerade unterwegs mit Whirlpool. Perfekt. Nein, wir können es nicht machen. Jetzt, komm. Gefährtenattacke. Umschlingung Solarstrahl ist natürlich nicht so geil. Da können wir nichts mehr machen. Aber wir müssen trotzdem den Ladungsstoß drücken. Genau. Aber ich komme nicht mehr dahin, den zu drücken. So, die Gefährtenattacke. Müsste eigentlich normalerweise ausreichen. Um Ho-Oh zu besiegen. Nicht? Shit. Das war nicht so geil. Hätten wir das mal nicht verfehlt. Das kommt natürlich die Gefährtenattacke von Ho-Oh. Es reicht nicht. Wir machen natürlich dann gleich die Lake.
Oder? Kriegen wir es hin? Nee, kriegen wir es hin. Wir kriegen die ab. Ja, hätte es nicht verfehlt. Ich glaube, dann wäre Ho-Oh besiegt gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz 100% sicher. Passt aber schon, weil wir kaum Schaden nehmen. Genau. Ja, für Anfänger ist es ein bisschen schwieriger, aber ihr solltet das trotzdem schaffen. Ich glaube an euch, denn ihr habt sicherlich auch bestimmt die Möglichkeit. Aber die meisten von euch sind ja eh keine blutigen Anfänger mehr. Die meisten spielen das Spiel ja schon regelmäßig. Genau. Eventuell gibt es ja welche, die es jetzt neu angefangen haben, aber die meisten sind halt schon, denke ich mal, die das noch spielen, seit Stunde 0 dabei. Ansonsten, wie gesagt, gerne mal reinschreiben. Und dann noch ein Level Up für Yugong. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und Milotic noch. Mal gucken, ob es noch einen Kampf gibt. Genau. Juwelen und dann weiter geht's. Von Ho-Oh anerkannt. Genau, dann ist es schon fertig. Ich mache die Zusatzkämpfe natürlich leider nicht, weil die zu lange dauern, leider. Und ich nicht das entsprechende Level habe. Sonst hätte ich das euch noch gerne gezeigt. Aber das Video ist ja schon wieder ziemlich vorangeschritten. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch noch gefällt. Und gerne mal reinschreiben, wer bis zu dieser Stelle hier geguckt hat. Vielleicht mit dem Hashtag Pokémon Masters X, damit ich das weiß. Legen wir los, Silber. Genau. Gut, aber sei mir bloß kein Klotz am Bein, Karlin. So, jetzt kommt nur noch Ho-Oh zur Rettung, sehr wahrscheinlich, oder? Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, es ist halt das Gleiche. Was? Unsere Pokémon. Die beiden verstehen sich wirklich blind. Karlin passt sich gut an. Silber gibt gut den Ton an. Natürlich. Für wen hältst du mich denn? Tja, so wendet sich das Blatt. Was macht ihr jetzt, Team Break? Ah, wir haben keine Wahl. Wir müssen uns... Von wegen. Als würde ich jemals so etwas sagen. Was? Hey, sie sind da. Das sind... es kommt immer mehr von denen. Ah, das ist nur die, die gekommen sind, um Ho-Oh zu fangen. Es sind noch nicht lange alle. Wir sind weit in der Überzahl. Also los, werft euch vor uns zu Boden. So denken nur Schwächlinge. Wie bitte? Dass ihr so... ihr in so großer Zahl kämpft, ist der Beweis dafür, dass ihr einseht, dass ihr schwach seid. Aber ich bin anders. Egal wie viele Gegner ich habe... Ich vertraue meinen gut trainierten Pokémon und werde mich ganz alleine durchkämpfen. Das ist der Kampfstil des Mannes, der zum weltbesten Trainer wird. Silber. Hey, nun sag doch nicht, dass du alleine kämpfen wirst. Wir sind schließlich auch noch da. Ich kann auch noch ein Weilchen kämpfen. Kämpfen wir zusammen. Wir werden nicht verlieren. Genau, wir werden nicht verlieren. Leute. Seid mir kein Klotz am Bein. Genug. Spiel dich nicht so auf. Ich habe genug von diesem Unfug. Legen wir los. Und dann kommt, wie gesagt, glaube ich, Ho-Oh zur Rettung sehr wahrscheinlich, oder? Und zerstört die, oder? Wie war das? Dieser Ruf. Es ist Ho-Oh und weist Team Break in die Leviten. In die Schranken, genau. Liest Team Break die Leviten, so ist es besser. Ho-Oh! Ho-Oh! Genau. Ist das etwa Ho-Oh? Es ist mir gefolgt. Ah, da ist sie eigentlich, mein Ho-Oh. Leute, unser Ziel hat sich geändert. Wir müssen uns unbedingt Ho-Oh schnappen. Heiß, 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 heiß. Moment mal, was soll das denn jetzt so plötzlich? Ho-Oh. Autsch, autsch. Heiß, heiß, heiß. Hör auf, sonst werde ich ganz verkohlt. Also sowas. Was ist denn mit dir? Dabei hatte ich vor, dich zu meinem Pokémon zu machen. Aber gegen so ein barbarisches Pokémon habe ich keine Chance. Egal wie schön es ist. Rückzug. Toll. Jetzt verziehen die sich. Ne? Es sieht so aus, als hätte Ho-Oh uns geholfen. Ja, und es scheint nicht furchtsam wieder zu verschwinden. Vielleicht will es ja von sich aus Teil eines Gefährtengespanns werden. Aber die wollten doch erst gegeneinander kämpfen, oder nicht? Hey, ich habe eigentlich auf den richtigen Moment für meinen großen Auftritt gewartet, aber mir ist anscheinend jemand zuvor gekommen. Ho-Oh, wird sich dem Trainer offenbaren, der rein Herzen ist und ihm seine bunten Schwingen zeigen. Ich frage mich, wem ein solches Pokémon als Partner wählen wird. Genau. Wen wird er wählen? Er wird natürlich Silber wählen, ist ja klar. Das wissen wir ja. Das wissen wir. Oh, Ho-Oh ist wirklich wunderschön. Wenn es mein Pokémonchen wäre, würde ich mich jeden Tag komplett in seinem Anblick verlieren. Ich würde gerne auf seinen Rücken über Passio hinwegfliegen. Und du, Silber? Nanu, die kämpfen jetzt, glaube ich, gegeneinander, ne? Was ist, Silber? Komm her! Ich verzichte. Ich will nicht dabei zusehen, wie Ho-Oh einen von euch als Partner wählt. Was?
Ho-Oh mag Trainer mit einem reinen Herzen, richtig? Wenn es nur einen Beweis von Stärke verlangen würde, hätte ich vielleicht eine Chance. Aber so wird Ho-Oh sich niemals für mich entscheiden. Ich bin nicht der, nicht die Art Trainer, die er sucht. Silber, sag doch so etwas nicht. Na los, dreh dich um. Ich habe gesagt, ich verzichte. Komm schon. Du nervst, ich habe gesagt, es will dich haben. Es will dich haben. Ho-Oh, aber warum? Es hat sich entschieden. Ho-Oh hat dich gewählt, Silber. Niklas hat es uns erzählt. Du hast auf einen Kampf gegen Ho-Oh verzichtet, um uns zu retten. Das macht es doch eigentlich ganz klar. Du bist ein Trainer mit einem reinen Herzen. Karlin, deine inneren Werte machen dich zu einem würdigen Partner für Ho-Oh. Stimmt's, Niklas? Natürlich. Niklas. Na gut, denkt er sich. Ihr seid alle so naiv. Wir reden hier von einem legendären Pokémon. Aber wenn ihr darauf besteht, tue ich es eben. Genau. Check ein, Ho-Oh. Hey, Ho-Oh. Mein Ziel ist es, der allerbeste Trainer zu werden. Wenn du mir dabei einen Klotz am Bein bist, lasse ich dich zurück. Legendäres Pokémon hin und her. Willst du trotzdem mein Partner werden? Sagt jetzt Ho-Oh. Ho-Oh, na klar. Es freut sich. Ha, du sollst mir... du wolltest mir dasselbe sagen. Du hast Mumm. Nun, wenn es das so ist, dann wären wir zusammen zu den allerbesten Gefährten. Ho-Oh freut sich. Und dann heißt es geschafft. Dann klingelt das Porifon. Und dann ist es wieder erledigt. Genau. Wie gesagt, das ist heute mal wieder ausnahmsweise, glaube ich, eine längere Folge. Aber passt schon. Lange Story. Geschafft. Genau, jetzt klingelt das Porifon. Und dann können wir vielleicht noch eine Boxsuche machen, um ein paar Items zu bekommen. Und dann noch eine Gefährtensuche. Genau, zum zweiten Mal. Das heißt, die Gefährtenattacke ist stärker. Perfekt. So, dann machen wir die Boxsuche. Wie viele Items haben wir? Können wir, glaube ich, 10 Mal suchen. Oder danach mal einmal suchen. Oh, wir haben schon direkt den Hauptpreis gewonnen beim ersten Mal. Wow. Wäre es bei dem anderen Event genauso gelaufen. Hauptpreis erhalten. Wow. Krass. Und ich kann noch einmal suchen. Perfekt. Kriegen wir noch die anderen Items. Genau, das war's. Und dann gehen wir mal zur nächsten Stufe. Bringt zwar nichts mehr. Und hier gibt's dann 1000 Gefährtendrops. Okay, interessant. So, erstmal die Gratissuche. Leider ist ja immer die letzte Stufe von Events. Immer zu schwer für mich. Und ich habe halt nicht immer entsprechend die Pokémon gelevelt, könnte ich zwar. Aber möchte ich nicht. Und ich möchte das Video jetzt auch nicht wieder unnötig in die Länge strecken. Deswegen auch jetzt schnell meine Gefährtensuche. Ich werde natürlich bei N und C-Krum suchen. Genau, gibt mir natürlich hier ein paar interessante Items. Genau, das ist dann gut gelaufen. Weil die fehlen mir noch, vielleicht kriege ich die ja. Sind ja aktuell noch geboostet mit einer höheren Prozentchance. Und dann wünsche ich mir natürlich Glück, Porifon, rast einfach aus. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ich bedanke mich schon mal auf allen, die jetzt noch dran sind und sich diese Gefährtensuche ansehen. Vielleicht hat ja eine oder andere geskippt, um die sich anzusehen. Aber ich glaube, hier kommt nichts. Aber das Porifon hat mich ja schon mal öfters enttäuscht und nicht hart vibriert, aber trotzdem dann Erfolg gebracht. Also auf jeden Fall hier schon mal die ersten beiden Gefährten. Müll. Ja, Major Bob. Wie häufig habe ich den schon gezogen? Ich glaube, das häufigste. Okay. Ich glaube, es ist passiert. Es ist passiert. Wir haben N und C-Krum erhalten. Nice. Endlich. Ich sag ja, das Porifon enttäuscht da manchmal sehr. Deswegen hoffen wir natürlich das Beste. Chris und Togedemaru müssten auch ein höheres Gefährtengespann sein. Ja, wie gesagt, Major Bob, Volta Ball zu häufig. Aber den werden wir irgendwann mal in einem Livestream oder so entwickeln. Genau. Perfekt. Perfekt. Es läuft. Oh, das ist auch gut. Weil das, glaube ich, 4 Sterne hat. Das Gefährtengespann. Das war's. Genau. Müsste 2x4 und einmal halt 5er gewesen sein. Genau, perfekt. Das war's. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye und bis zum nächsten Mal.